45 Jahre GTI, so lange gibt es diese Ikone schon. Es gibt nicht viele Autos, die es so lange geschafft haben, in immer weiteren Generationen zu fahren und auf den Straßen zu sein, Verkäufer zu finden, auch mit der Zeit zu gehen, mit den Technologien und so weiter. Das hat der Golf GTI neben anderen Ikonen natürlich geschafft. Und wir sehen es gerade eingeblendet, alles hat angefangen mit dem Golf 1 GTI. Davon gab es auch schon eine Sonderversion, nämlich die Pirelli-Version. Dann geht es über Golf 2 GTI, Golf 3 GTI, Golf 4. Das sind alles diese Sachen, wo es auch Jubiläumsmodelle in den entsprechenden Jahren gab. Dann gibt es ganz bekannt die Edition 30, dann geht es weiter mit 35. Aber was uns natürlich interessiert, sind die eher letzteren Modelle, die Clubsport-Version zum Beispiel und die Clubsport-S-Version, die ja wirklich ein radikales Automobil war seiner Zeit. Noch gar nicht so lange her, ungefähr 5 Jahre ist es her. Damit hat Benjamin Leuchter den Rekord gefahren für frontangetriebene Fahrzeuge auf der Nordschleife. Es war ein limitiertes Modell, also wirklich ein Sondermodell mit Überrollkäfig drin, mit Rückbank raus. Also richtig, richtig krass. Auch, man sieht es hier auch gerade noch mal im Vergleich, viel, viel tiefer als dieses Auto hier, was hier steht. Aber trotzdem haben wir heute, und das habe ich Ihnen ja auch versprochen, dass wir nochmal den Clubsport fahren mit Sommerrädern und Sommerreifen. Und vor allem haben wir jetzt hier die Cup 2 Reifen drauf. Man sieht es hier am Profil, da ist wirklich sehr, sehr viel Slick. Also ja, nicht ganz Slick, aber Semi-Slicks, wie es ja so heißt. Und da gucken wir mal, wie diese Reifen hier kleben an diesem Auto. Und vor allem, was ausstattungsmäßig an diesem Auto, an dieser Jubiläums Edition Nummer 45, und wir alle hoffen natürlich auf eine wunderbar großartige Nummer 50 irgendwann in 5 Jahren, aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit der 45. Sie ist ja ein Geschenk an die GTI-Gemeinde, so verkauft es Volkswagen zumindest. Aber Volkswagen will natürlich auch ein bisschen mehr Geld dafür haben. Es sind nicht nur knapp 42.000 Euro wie für den normalen GTI-Clubsport, sondern es sind fast 48.000 Euro. Zumal, so wie er hier steht, fast 49.000 Euro mit dieser Farbe in 2-Farblackierung. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Diese 2-Farb-Lackierung Mondstein, Grau und Schwarz oben, die soll eine Hommage sein an klassische GTI und gibt es auch nur exklusiv für diese 45er Jubiläumsedition. Jetzt kann man natürlich sagen, das Auto bietet nicht so wahnsinnig viel mehr als ein normaler Clubsport. Man kann ihn im Prinzip auch so konfigurieren, aber das stimmt natürlich nicht ganz. Wir haben hier denselben Motor unter der Haube. Ich mache es auch der Vollständigkeit halber nochmal auf. Wir wissen, für weitere Details und so, das haben wir ja schon ganz detailliert im Clubsport Review hier nochmal gesagt. Aber wir haben den 300 PS starken Motor hier darunter. Da hat sich nichts geändert an der Performance als am normalen Clubsport. Wir haben allerdings dieses Race-Paket und da haben wir nicht nur eine VMAX-Anhebung auf, Volkswagen sagt 267 km/h. Es sind de facto ein bisschen mehr. Wenn man ihn laufen lässt, haben wir laut Tacho ja rund über 280 rennt er. Das heißt, laut GPS sind es dann über 270 km/h. Das passt schon, das ist richtig gut. Und wir haben natürlich hinten, sehen wir auch noch gleich, die Akrapovic-Anlage mit einem Rohr. Nicht wie beim Golf R mit 2 Rohren pro Seite, also nicht doppelflutig, sondern jeweils einflutig. Sieht richtig scharf aus, finde ich. Das kostet natürlich, wenn man es denn für den normalen Golf GTI bestellen könnte, kann man derzeit nicht, kommt wahrscheinlich noch, kostet natürlich wie beim Golf R, schätze ich mal so ungefähr 3.800 Euro Aufpreis. Ja, an der Front hat sich auch nicht viel geändert, eigentlich gar nichts. Es ist im Prinzip ein normaler Clubsport. Da fehlt so ein bisschen das, ja, das, was man hier vermisst oder was ich vermisse, ist ein bisschen vielleicht eine andere Jubiläumsfront oder so, wie man es halt macht bei so einem Jubiläumsmodell. Aber dafür haben wir es an der Seite. Wir haben hier
Das haben wir ja gerade auch schon an der Hinterachse gesehen. Wir haben hier hinten, also hier dahinter, die Performance-Bremsanlage. Die kriegen wir beim normalen Clubshot auch. Die ist da auch serienmäßig drauf. Aber was hier vorne ist, sind die 19 Zöller. Und die gibt es auch nur für den Clubsport 45. Die 19 Zoll Räder Scottsdale geschmiedet mit diesem roten Felgenrand, pinstripenden Volkswagen. Und ich finde, dass die Felgen sind gut, die sehen schön aus. Die gab es immer mal wieder, solche Speichenfelgen im Konzern. Auch bei Porsche gab es ähnliche Felgen mal. Aber ich finde, sie machen das Auto ein bisschen klein. Wenn man mal von ein bisschen weiter weg schaut, dann finde ich die Felgen, Estoril, man weiß ja, das sind meine Lieblingsfelgen, finde ich, die Felgen hier wirken. Manchmal machen das Auto ein bisschen zu klein. Theoretisch müssten das 20 Zöller sein und nicht 19 Zöller, um dieses Auto eben noch ein bisschen stämmiger wirken zu lassen. Ja, und was wir hier noch haben, ist die 45. Wer solches Gekrakel hier nicht haben möchte, der kann sich natürlich auch das hier wegmachen lassen vom Händler. Aber naja, es gehört eben dazu, zu diesem 45er Jubiläumsmodell. Auch im Interieur gibt es am Lenkrad noch eine Nummer 45. Die ist noch unten, statt GTI, statt des GTI-Schriftzuges, gibt es da die 45 noch drin. Auch nicht wahnsinnig schön gemacht, muss ich sagen. Aber naja, es ist nun mal ein Jubiläumsmodell. Ja, hier hinten haben wir auch, klar, schwarzes Dach. Wie, das sieht gut aus, vor allem mit diesen verdunkelten Scheiben hier hinten. Privacy, das matcht schon sehr, sehr schön mit diesem Mondsteingrau und mit diesem komplett schwarzen, mit der schwarzen Heckscheibe hier. Und wir haben auch hier unten, ja, keine Veränderung am Diffusor. Die einzige Veränderung, die wir haben, die ich ja schon auch gesagt habe, ist diese Akrapovic-Anlage. Wie gesagt, die Anlage gibt es nur exklusiv vorerst. Sie wird wahrscheinlich auch noch bestellbar sein für den normalen Clubsport, gibt es aber vorerst nur exklusiv für das Jubiläumsmodell. Ja, das sind die meisten Neuerungen oder Änderungen oder andere Sachen eben, die es für den Clubsport 45 hier gibt. Dieses spezielle Auto, finde ich, sieht gut aus. Nochmal zu den Preisen zurück. Man bekommt jetzt ein deutliches Ausstattungsplus. Also Volkswagen hat dieses Auto vollgepackt mit Optionsausstattung. Da sind zum Beispiel IQ-Light-Scheinwerfer schon serienmäßig. Die Felgen, die 19 Zöller, sind schon serienmäßig. Die sind beim Clubsport 18 Zoll. Die Akrapovic-Anlage, die ist dabei. Alles diese Ausstattungsfeatures, die jetzt nochmal hier serienmäßig sind. 6.000 Euro kostet er mehr. Wir haben mal durchgerechnet und auf automativ.de finden Sie auch noch eine komplette Durchrechnung, auch Ausstattungsrechnung von diesem Fahrzeug. Haben mal durchgerechnet, ob es sich lohnt. Und ja, sollte man alle diese Optionen wollen und auch diese Jubiläumsoption mit der 45 zum Beispiel und der Akrapovic hinten und so, sollte man das brauchen und wollen, dann lohnt es sich, weil erstens, man kann es eh nicht gerade bestellen und zweitens, in ein paar Monaten, wenn dann die Bestellungen wieder entgegengenommen werden, also wenn es wieder offen ist für Akrapovic und so weiter, dann wird es sich lohnen, sollte man diese Optionen dann nehmen, denn man bezahlt so ungefähr ja 80 bis 100 Euro noch für diese V-Max-Anhebung, sollte es die überhaupt für den normalen Clubsport dann irgendwann auch geben. So, was jetzt aber noch ganz wichtig ist, wie fahren sich diese Reifen oder wie fährt sich das Auto mit diesen Reifen? Und das sehen Sie jetzt. Nun ist es ja so, wenn man schon ein Sondermodell macht, wenn man 45 Jahre Ikone Golf GTI hat, dann liegt es ja eigentlich nahe, dass man da was wirklich Besonderes draus macht. Die eine Seite, die kann ich auch verstehen, die jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich ein Auto gekriegt, das ist, wenn man vor allem mal den Clubsport S anschaut, der 7er, Golf 7er Generation, haben wir jetzt hier ein Auto, das ist eigentlich so ein bisschen mit 45er Emblemen und sonst ist hier eigentlich nichts anders. Wir haben hier in der Spange, in der Kamera sieht man das, diese 45 sieht aber auch mehr aus wie ein China-Teil irgendwie, so ein bisschen eingekauft und ja, so wirklich Änderungen hier im Interieur oder nochmal was Schickes, irgendeine Plakette oder ja, Sondersachen, das hat man bei dem Auto nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, was soll der Mist? Weil das ist ja jetzt kein Jubiläumsmodell, sondern einfach nur noch ein Marketingmodell mit ein bisschen mehr Optionen.
die serienmäßig sind, dafür zahlt man auch ein bisschen mehr. Man kann auch sagen, ja, okay, diese Zeiten, gerade bei Volkswagen vor allem und auch allgemein in der Automobilindustrie für solche Fahrzeuge, erfordern es eben, dass man, naja, dass man seine finanziellen Mittel woanders hinsteckt und nicht in solche Autos. Und man kann nur hoffen, dass das möglicherweise in 5 Jahren zu 50 Jahre Golf GTI bisschen anders aussieht. Wir nehmen das jetzt einfach mal so, wie es ist. Das Auto ist an sich, Sie wissen es, wie ich dazu stehe, ist an sich ja ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr agiles Auto. Ich würde mich trotzdem, habe ich jetzt gemerkt, für den Golf R entscheiden, allgemein. Oder warum? Einfach, weil mir dieser Vorderradantrieb hier in diese und die Vorderradantriebssteuerung in diesem Auto jetzt doch nicht mehr so toll gefällt. Diese Ausgeglichenheit, diese Kräfte im Lenkrad, dieses Zerren an der Vorderachse, was gut gemacht ist für ein Fronttriebsauto, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber allgemein dieser Charakter für so ein Auto, mag ich dann doch lieber den Golf R, der da ausgewogener agiert mit seinem Allradantrieb, mit dem zusätzlichen Hinterachs-Quer-Torsendifferential, was da noch wirklich noch mal präziser agiert, gerade auf den Landstraßen hier. Was wir jetzt hier haben, sind die Semi-Slicks, die Cup-2-Reifen. Die gibt es auf Wunsch, optional hier montiert auf dieses Auto. Die haben wir hier drauf. Jetzt haben wir hier, was sich die meisten ja fragen, was ich mich auch mal frage, ist, jetzt haben wir ja hier ein bisschen Feuchtigkeit, fahren hier in die Sonne, fahren auf eine kurvige Strecke in der Sonne. Bis dahin ist es hoffentlich ein bisschen wieder trockener, die Straßen. Aber wir haben hier jetzt feuchte Straßen, nasse Straßen. Ich bin ja auch im Nassen hergefahren. Da ist natürlich die Frage, kann man sich die Cup-2-Reifen hier montieren und damit auch ordentlich im Regen fahren? Und das wollen wir jetzt mal hier rauskriegen. Ich schalte dazu gleich mal, weil mir das absolut nicht gefällt, das ESC Sport ein. Wenn man das ESC-System ganz normal aktiviert hat, dann gefällt mir das nicht. Dann gerade auch in dieser Kombination mit den Reifen zerrt die Vorderachse nach Kurvenausgängen in die linke und rechte Richtung und will da irgendwas ausgleichen. Das passt mir gar nicht. Und natürlich gehen wir auch in den Special-Modus. Finde ich immer besser, weil da das Fahrwerk noch mal ein bisschen ausgewogener agiert. Ausgewogen, sprich, es ist ein bisschen softer. Also wenn man jetzt ganz normal damit fährt und den Lane Assist, den schalten wir hier auch aus. So, das nehme ich immer an. Das sind so die drei Sachen, die ich immer mache. ESC Sport an oder ganz aus, je nach Fahrweise. Dann Sportmodus bzw. Special Modus, Nürburgring Modus und dann natürlich noch den Lane Assist aus. Das sind so die Sachen, die ich hier bei diesem Auto sowieso irgendwie so kodieren würde, wenn ich jemanden finden würde. Wenn es jemand kann, bitte melden. Dann gebe ich das weiter in dem Artikel auf automativ.de. Dann wäre das schon sehr, 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 sehr toll. Man hört allgemein, die Reifen sind natürlich laut. Und da ist ein Punkt, das Auto, das, wenn man das auch vergleicht, was ich vorhin gesagt habe, das sehe natürlich schöner aus, wenn da ein paar, ja, das ein bisschen tiefer setzen würde, das Auto, dann würden die Räder ein bisschen mehr in den Radkästen stehen. Das Auto ist einfach ein bisschen zu hoch. Böse Zungen könnten sagen, ja, das ist schon fast ein Golf-SUV hier, wie hoch das steht. Auch gerade im Vergleich nochmal mit dem Clubsport S, der ja jetzt mal neben dem Auto stand, wo wir es jetzt gefilmt haben. Und da sieht man das ganz schön, dass der Clubsport S deutlich, deutlich tiefer runterkommt und dadurch deutlich knackiger aussieht. Also richtig schön. Und zum Zweiten sind die Cup-2-Reifen jetzt holen, weil man munkelt. Ich weiß nicht, ob man es noch munkelt und ob schon sicher ist, aber ich habe jetzt schon von mehreren Seiten gehört, dass die Cup-2-Reifen wegen Abrollgeräuschen zu laut sind und wegen Geräuschemissionen die nächsten, entweder im nächsten Jahr oder dann 2023 nicht mehr zugelassen werden. Das ist natürlich die völlige Katastrophe und komplett lächerlich. Also, dass man schon so weit gehen muss. Also ich weiß es nicht, ob es tatsächlich schon so ist oder ob es immer noch zur Diskussion steht. Was ich weiß, Reifenhersteller entwickeln gerade an einer Alternative zu diesem Cup 2, zu diesem Semi-Slick-Reifen. Aber umso besser, dass wir ihn noch haben. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal erstmal Launch Control im Nassen und schauen mal, wie viel Grip er hier noch kriegt. Was dazu notwendig ist, man muss zurück in Sport gehen, weil im Nürburgring-Profil im Special-Modus gibt es kein Launch-Programm.
Launch Control Programm. Gut, los geht's im S1-Modus. Ich lasse ihn auch so schalten und dann schauen wir mal. Und ja, er kommt leider gar nicht weg. Oh, okay, das war ja gar nichts. Ja gut, war auch fies. Wir haben unebenen Straßenbelag. Er ist feucht, es regnet zwar nicht mehr richtig, aber da hat er ja sowas von gar nicht geregelt. Egal. Jetzt haben wir eine Kurvenkombination. Hier ist es feucht und man merkt, er bekommt nicht so wirklich Grip. Man kann flott fahren. Es geht auf jeden Fall, obwohl es unruhig ist, aber er hat schon Traktionsprobleme. Ist ja jetzt auch nichts, was jetzt uns wundert. Ganz klar. Und er versucht trotzdem zu agieren. Ja, ist okay. Also man kann trotzdem sportlicher fahren, hat mehr Grip, als ich dachte. Man spürt Kräfte im Lenkrad, jetzt im ESC Sportmodus, die sind angenehm. Und er regelt jetzt nicht komplett alles immer runter und weg und so und versucht wieder einzulenken, sondern er überlässt dem Fahrer dann die Struktur in seiner Lenkstrategie. Das finde ich sehr gut. Und wie gesagt, ehrlich gesagt, habe ich auch nichts anderes erwartet. So, beim Anfahren jetzt hier ein bisschen mehr Grip, weil die Straße nicht ganz so unruhig ist. Und es ist jetzt trocken, aber verdammt glitschig. Und jetzt rutscht mir der Vorderwagen die ganze Zeit weg und jetzt dreht er die ganze Zeit durch. Bei solchen Verhältnissen ist es jetzt tatsächlich, wäre es jetzt richtig hilfreich, einen Allradler, also den Golf R zu haben. Dann würde man vorne mit dem Vorderwagen nicht so wegrutschen. Aber man kann trotzdem hier ganz gut fahren. Es geht ein bisschen, ja, aber man kann es gut einschätzen. Also gerade bei dieser Feuchtigkeit haben die Reifen eine recht ordentliche Haftungs-, also sie kündigen sich vorher auch an bei diesen feuchten Straßenverhältnissen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mir gefällt. Also die Frage nach Nässe oder Feuchtigkeit und Cup-2-Reifen auf ganz normalen Straßen. Es ist absolut kein Sicherheitsrisiko. Dafür haben sie immer noch ganz ordentliches Profil. Das ist also gar keine Frage. Wenn man ganz normal fährt, ist es kein Problem. Wenn man auch so sportlich gerade fährt, so ein bisschen an der Grenze, die man ja auf Landstraßen fährt, haben wir gerade gesehen, ist es auch kein Problem, weil man hat ja nichts, was sonderlich irgendwo hinrutschen kann. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wenn man aber diese Cup 2 Reifen kauft, darf man natürlich nicht enttäuscht sein, dass sie bei Nässe nicht ganz so gut sind wie die normalen Reifen, das ist ganz klar. Bei Trockenheit, und auch das können wir ja hier mal ausprobieren, bei Trockenheit sind die Reifen extrem klebrig. Also sie sind so klebend, sie kleben am Boden, dass man mit diesem Auto wie auf Schienen und mit Geschwindigkeiten durch Kurven fahren kann. Das merkt man immer auf Autobahnen auf- und Ausfahrten. Wir sitzen im Golf GTI Clubsport 45, also der Jubiläumsedition des Golf GTI Clubsport. Ich habe das ESC auf Sport. Ich habe hier Semi-Slicks montiert. Das Auto ist neu, aber super schön warm gefahren und trotzdem bei 12 Grad und nicht so wahnsinnig warmen Reifen, auch wenn das Auto warm ist, da haften diese Reifen unglaublich. Es ist so stark, was diese Semi-Slicks, diese Cup 2 Reifen hier leisten. Das merkt man auch gerade noch mal hier in dieser Autobahnauffahrt. Das ist richtig krass. So, nach ein bisschen Warten und Sonnenschein hat die Straße jetzt so trockene Stellen, ist aber natürlich im Wald, wo wir jetzt wieder reinfahren, wieder ein bisschen feucht. Ich suche mir mal so eine trockene Stelle zum Anfahren. Die Gummis sind natürlich auch neu. Das Auto haben wir mit 150 Kilometern abgeholt, also 150 Kilometer Fabrik neu abgeholt. Das heißt, die Reifen sind ebenso neu. Klar, da ist nicht alles jetzt super eingefahren. Deswegen ist dieses Fahren natürlich hier mit diesen
noch glitschigen Stellen, aber umso spannender, wie die Reifen jetzt agieren. Ich werde sie noch ein bisschen hier beim Start ein bisschen warm machen, falls das was bringt. Wahrscheinlich bringt es das gar nicht. Aber gucken wir mal. So, ich fahre jetzt auch mit Launch-Programm wieder an. Ja, Akrapovic tönt und los geht's. Ja, ja, er kriegt es immer noch nicht ganz hin. War ein sehr sachtes Anfahren. Klar, die Reifen und auch das Auto brauchen perfekte Bedingungen. So ein bisschen glitschig und so ist es nach wie vor. Also es ist, wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet oder ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet und da ist es immer noch sehr glitschig. Aber was man merkt ist, dass die Reifen mit jedem Sonnenstrahl, mit jeder trockenen Stelle, die hier auf der Straße ist, noch besser werden und noch mehr greifen. Das war jetzt auch schon besser als vor einer halben Stunde. Das ist echt richtig, richtig gut. Und jetzt merkt man so ganz langsam, merkt man, wie die Reifen auch jetzt hier auf diesem trockenen Belag, auf dieser trockenen Stelle, merkt man, wie die Reifen sich in den Asphalt greifen. Außer natürlich ist es so eine Kurve jetzt wie hier. Und das macht richtig viel Spaß. Ich sag, wenn ich so ein Auto tatsächlich haben will, dann mit Semislicks. Denn klar, auf der Autobahn, wenn man lange Strecken immer fährt, dann macht es nicht so wahnsinnig viel Sinn. Wenn ich jetzt mal hier in die Eisen gehe, die Bremsen sind auch wahnsinnig gut. Die packen richtig zu, gehen so richtig rein und haben einen richtig guten Druckpunkt. Jetzt mache ich hier nochmal Launch Control. Schon besser. Schon besser. Und die Reifen sind jetzt tatsächlich immer noch kalt und die Akrapovic ist heiß und deswegen knallt die auch richtig gut. Das ist natürlich das Einzige, böse Zungen sagen natürlich, das ist jetzt das Einzige, was sie noch kann. Bisschen knallen und das war's, aber immerhin, immerhin können wir diese Abgasanlagen noch ranmachen. Und vor allem sieht sie gut aus mit diesen großen einzelnen Endrohren. Und sie macht schon ein bisschen Spaß mit dieser leichten Knatterei. Ja, GT Clubsport 45. Ob man jetzt die 45er Version kauft oder den normalen Clubsport, fest für mich steht Semislicks. Cup 2 Reifen, solange es noch geht, auf jeden Fall nehmen. Und die 45er-Version würde ich aus dem Grund nehmen, dass ich da die Akrapovic-Anlage habe und die Vmax-Anhebung auf 267 oder 270 km/h oder eigentlich laut Tacho noch deutlich höher. Das wären die einzigen Punkte für mich, die für ein Clubsport 45er-Modell sprechen würden. Ich hänge jetzt nicht so an der Historie von Golf GTI und brauche da jetzt auch keine 45er auf dem Lenkrad und zahle dafür 6.000 € mehr. Aber es lohnt sich für diejenigen, die die Akrapovic-Anlage unbedingt haben wollen, die die Mehrausstattung hier unbedingt haben wollen, IQ Lite und das Ganze, das ist ja auch nochmal serienmäßig hier an Bord. Und die auf jeden Fall diese Vmax-Anhebung haben wollen. Dann lohnt sich diese 45er-Version, dann ist es ein Geschenk an die Fans. Wer das Ganze nicht mag, wem die Serienanlage reicht, wem auch die Abriegelung bei 250 km/h reicht, dann keinen Clubsport 45 nehmen. So einfach ist es. Und ja, ich finde GTI nach wie vor ein super heißes Thema, ein super schönes Auto. Mir gefällt der Motor, mir gefällt die Linearität, mir gefällt die Dosierung, mir gefällt die Direktheit, mit der hier alles agiert. Mir gefällt die Sitzposition hier, obwohl sie meiner Meinung nach ein bisschen tiefer noch sein könnte, aber sei es drum. Mir gefällt das. Mir gefällt dieses 45er Modell nicht so sehr, weil ich sage, es hätte wirklich für 45 Jahre Golf GTI zum Jubiläum, zur Feier, tatsächlich ein bisschen ausgefallener sein können.